Oh, Leute. Es läuft richtig bescheiden. Oh. Hab mir selbst eingefroren. Ja, es wird Zeit für London. Ich habe halt den Raum betreten und dann war natürlich direkt maximal Krieg. Jetzt müssen wir gucken, ob wir da irgendwie noch rauskommen. Gibt's nirgendwo ordentliche Deckung? Oh. Oh, stimmt, man darf halt dann nur schnutzen. Ich kann nicht machen, ich hänge hinter einem Mülleimer fest. Oder was lädt der denn jetzt nach? Ist die echt alle? Nein, nicht jetzt. Oh, fuck. Oh. Oh, nein. Mann, nimm doch mal das Ding da weg. Oh, der ist Legend Larry. Scheiße. Just get him warmed up over here. Hier ist ein Loch zum. Oh. Kurz heilen. Gott, ist das heftig. Diese legendären Leute. Das ist so heftig, wie viele das mittlerweile sind. Was geschafft? Er kann nicht schießen, Alter! Oh, jetzt ist jedes Mal das Gleiche. Should have just run. Oh. Ich meine, er hat ja gesagt, das ist der Raider-Hochburg, ne? Ich hätte so gern meinen Hund wieder. Ich weiß nicht, wo der gelandet ist. So, lasst uns kurz looten. Ein Red-Skorpion-Stachel? Wo kommen die jetzt hierher? Was hat denn hier unser Dings eigentlich bei? Unser legendärer. Was? Mahagoni Baseballschläger. Oh. Abschaum. Nee. Alter, wie er in das Zimmer geflogen ist. Ach, blutige OP-Handschuhe. Die steht in der vor uns, glaube ich. Nee, doch nicht. Ja, mittendrin looten ist immer schwierig, aber... Klar, er hat einen Gehstock. Also zwischendurch ist das echt... ein mieser Tritt. So, ich brauche neue Munition. Für meine Superknarre. Ich hatte eigentlich richtig viel. Ich habe das leider nur alles abgegeben in der Basis als Schrott. Statt mir da mal vorher kurz einen Kopf zu machen. Müssen wir gleich nochmal ran. Unser bestes Stück nochmal durchzuladen.
Die anderen haben sie jetzt beruhigt. Das ist so nett. Dann können wir ja mal speichern. Ey, die Pistole fetzt schon dafür, dass ich da erst ein Perk reingesteckt habe. Entsperren. Erstmal einen Schluck Kaffee. Und dann kann ich das knacken hier. Perfekt. Weil Kaffee also ausreicht, macht. Einschlagsdatenbericht. Zusammenfassung. Erkennung mehrerer ankommender ballistischer Raketen durch Shane Home Radar. Präventiver Einsatz durch Abfangjäger. Bestätigung von 3 nuklearen Einschlägen in Großbritannien. Erfolgreiche Neutralisierung weiterer Bedrohungen. Geschätzte Opferzahl. Okay, man hat also Tatsache ein bisschen was abwehren können. Aber das ist hier doch dann eine Technologie, da kann man doch bestimmt noch richtig was draus machen. What the hell was that? Könnte noch ein bisschen präziser sein. Aber ist ja auch noch nicht vollständig ausgebaut, da geht noch was. Ihr denn hier gemacht? Improvisierte Axt. Irgendwo sind auch noch Geschütztürme. Geröstete Möhrchen. Sie gerade anhört wie ein Ghoul. Jetzt wieder raus. Können wir den hier befreien? Nee. Oh, sind krasse Ketten hier. Okay, mal gucken, wer da jetzt hinter steht. Epischer Moment. Und damit ist unsere Mission doch erfolgreich, oder was? Nee. Guck mal da oben. Raketen Startradar Terminal. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Ach, guck mal! Ist ja geil! Hä? Ach, von hier komme ich doch.
hier gar... Hä? Mann, ich hasse das immer, wenn das so komisch... Ach, guck mal, hier ging es ja nur runter, ja. Oh, shit, ne? Oh, wartet. Ganz kurz. Ich hatte auch schon wieder einen Haufen Mollys gefunden. So, dann müssen wir unbedingt, bevor wir hier auffliegen, unsere Flinte durchladen. Weil ohne die packen wir das nicht. Geh weg, geh weg, geh weg. So geil, dass man das bloß immer machen muss. Ich muss mal wieder viel mehr Müll aufsammeln. Müll. Der Schuss ist nicht so richtig viel. Wie er da absneakt. Geil, voll verschossen. Nein. Oh cool, den können wir hin und her schicken anscheinend. Komm mal zu mir. Ey, Leuchtende sind echt überbrutal. Oh, komm die weg. Was ist denn hier? War doch die verfluchte Tür. Oh. So wie gut, dass er alleine ist. Ich bin pastös eingesammelt. Schön pastös in mein Gesicht. So irre, wie du überall rufkommst, aber dann nicht mehr weg. Verrecke. Oh, verrecke mehr. Ah, die. Ich, wie du nichts machen darfst. Ey, ich könnte so ausrasten, Alter. So ein Kack. Jedes Mal. Haben sie noch gutes Zeug hier bei sich? Der Baubrenner. Die lachte aber ohne eine... Hätte die aus Versehen aufgehoben. Eine Schallplatte. Die Muck. Gibt's da Öl und Öl kann das zeigen mittlerweile auch hier noch. Ah, eine Schreibmaschine. Schreibmaschine hat Schrauben. Klugt mir das Spiel sowieso nicht. Aber ich stecke sie trotzdem ein. Bin mir sicher, dass ich hier eine Schallplatte liegen sehen habe. Na gut. Aber wir haben unseren Auftrag geil erfüllt. Am liebsten verschieße ich immer noch Billardkugeln, ne? Also ich kann mir das jetzt nicht aussuchen, aber... Okay. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ach, für einen Kumpel? Ah, okay. Improvisierte Axt, die sieht ja schon geil aus. Für improvisiert. Kommt man hier auch durch? Unzugänglich. Schade. Okay. Dann berichten wir mal von unserem Erfolg. Waren wir hier schon dran? Ja.
bald wieder ein Level up. Ah, ich freue mich so auf meinen letzten Waffen-Nah-Perk, aber das ist auch noch so weit hin. Level 39. Oh. Sabendusa. Wenn man mal so überlegt, ich glaube, in einem normalen Fallout-Spiel warst du jetzt schon durch mit der ganzen Geschichte hier. Können wir hier. Ah, wir hätten mal drin pennen sollen, ne? Die gewusst, dass es dunkel ist, hätte ich mir hier drin hingelegt. Bisschen geschnubbelt. Wäre jetzt cool, hier noch irgendwo was zu finden. Guck mal, da hinten ist. Es ist sogar so, ne? Es ist eine Siedlungsanzeige hier auf dem Kompass unten. Das ist ein Höch. Also die Truppen eigentlich sind eh, so viel ist klar. Oh. Rotted Fleisch. Oder wird jetzt hell? Wo sind wir hier? Oh, die hatten Tickets bei. Klingt hier schon wieder so nach Marienkäfer oder so einer Kacke. Büchse. Verfuchstes Bein. Da kriegst du immer nur Punkte fürs Auslöschen des ganzen Rudels, aber irgendwie fehlt hier einer. Oh, hier einfach mal so ein Bett hätte man ja mal hinstellen können für uns hier. Im Stadion. Das Tennismuseum. Es ist wirklich eine Siedlung, ne? Ach, guck mal, hier hinten ist ein Bunker. Oh, da, komm, das machen wir. Da ist ein fucking Ghoul. Ah! Wie bist du hässlich? Ich nimm diese Kopfschüsse. Die Knarre ist gut. Und du bist richtig hässlich. Ja, ich find's geil, was man für manche Gegner so kriegt mittlerweile. Aber die haben es natürlich auch in sich, ja. Wenn wir jetzt nicht die geilsten unter der Sonne wären, dann hätten wir damit Probleme. Ich hab Bock auf Bunker. Bunkerbock. Bunkerbock, Bock auf Bunker. Hast du Bunkerbock? Bunkerbock. Könnte ein Song von Heiko und Maiko sein. Bunkerbock. Guck mal das. Ach, geh mal einfach eine Luke hier. Oh, Experte. Der Dude ist. Wir sind Experten. Seid ihr auch ein bisschen aufgeregt? Scanners detecting sentient life. Alert level elevated. Na klar. Resetting threat level. Meister. Nee, das kriegt nicht gestimmt. Koffer gibt einen alternativen Weg. Stirbkäfer! Oh, wir schießen jetzt hier gleich mit
Forschungsreagenzien. Scanner's clear. Hallo, wir sind zur Bunkerreinigung eingeteilt. Wir arbeiten natürlich nur mit biologischen Mitteln. Oh, kleine Babykäfer. Wenn ihr mich nicht angreifen würdet, würde ich euch in Ruhe lassen. Garantiert. Ihr seht aber auch echt, ist, weiß ich nicht, ne? Also, diese anderen Modelle sind alle so krass aufgelöst schon. Ballistische Waffen, 5% mehr kritischen Schaden. Und diese Käfer, die sieht so eigenartig aus. Shit, kommen wir jetzt echt hier nicht richtig rein? Kacke. Und das nützt ja uns jetzt auch nichts, irgendwie nach einer ID-Karte zu suchen, oder? Kacke. Aber dahinter ist bestimmt ein richtig böser Bot. Gut, also entweder wir bekommen die Zugangsdaten oder wir müssen halt hacken lernen. Learning by hacking. Ich glaube nicht, dass vielleicht ist das ja auch eine Quest, ne? Mach ich auch sein. Schade, Mann, ich war richtig heiß drauf. Was hier mit dem Durchbruch? Ärgerlich. Es wird wirklich hell. Wo sind wir denn jetzt aktuell? Oh, wirklich richtig am Rand. So richtig. Okay. Kommen wir irgendwann wieder? Jetzt lasse ich mir nicht fallen. Die Bunker möchte ich sehen. Es war immer alles viel zu hell da drin. Wenn am Kartenrand kannst du manchmal richtig krasse Sachen entdecken, ne? Da wird, glaube ich, am liebsten immer irgendwas versteckt oder so. In irgendwelchen Spalten. In der Nähe von unserer Basis ist ja quasi auch Ende. Da bin ich auch rumgeturnt. Und da haben wir ja auch irgendwas Geiles gefunden. Da war auch so ein Power Ducks zum Erschießen. Hier, so ein Vieh. So ein Badger. Ja, den holen wir uns. Ah, oh, die sind Doppel-Badgers. Eröffnung! In den Bo! Verkümmerter Badger. Jetzt verteilen die sich natürlich in der ganzen Welt, ey. Guck mal, wie er sie da hinten versteckt. Hörer verkeilscht rum. Die verkeilscht rum auf? Ich höre hier ständig irgendwas. Wir sehen, dass da oben noch was drauf ist. Ich sehe, irgendwas reißt uns gleich richtig in den Hintern auf. Hier ist nichts. Mysterious. Das ist einer der fiesen Badgerers. Cute, die auf dem Molotov-Cocktail überstehen mit ihrem Fell, ja? Ah, ihr könnt da jetzt nicht einfach nur wegrennen. Stellt euch dem Kampf mit dem mächtigen Wayfarer.
eigentlich unsere Schrotflinte denn hier nicht? Die müssen wir auch noch ausprobieren. Auch wenn sie leider noch nicht komplett ist. Ah! In ein Gesicht! Einer müsste kommen. Oh. Moment. Toll. Wisst ihr nicht, wann macht die Frostschaden, wenn es kritisch wird? Komm her, du Bestie! Da kann man sich auf jeden Fall ein geiles Menü draus machen, ne? Aber ihr wart zu zweit. Wo ist dein Kollege? Zuletzt Richtung Tennismuseum geflohen, Sir. Schieß in dein Gesicht. Flinte. Boah, die sind so miese Ödlandjäger geworden. So. Boah, da hinten ist ja wieder das Lager. Wir sind jetzt quasi einmal so um diesen Teich gelatscht. Da hinten ist noch eine Anzeige für Sumpfgebiet. Ach, ich habe hier gerade Kaffee gefunden. Ach Gott. Hier sind Krater, können natürlich die wildeste Strüppe umrennen. Guck mal, hier liegen so ja Minen. Das wäre eigentlich ganz geil zum Einsammeln. Vielleicht gleich versuchen. Kommt man denn da hinten hin? Guck mal hier hinten, ist hier nochmal ein extra Gebiet? Ich hätte hier zu. Weil das immer. Ja, okay. Das verwirrt mich halt immer, ne? Dass das so eingeteilt ist. Splitterminen, das ist manchmal schon. Ah! Mein Bein! Oh! Die sind gut versteckt hier. Möchte eigentlich gar nicht weiter suchen. Wir sind wieder da. Wir haben so ziemlich jede Bedrohung ausgeschaltet. Mal nicht ein Affe. Quietly, you can count on that.
Oh, how I wish we could stay like this forever. Well, aren't you a sight for sober eyes? What's the word then, mate? Can I be expecting shipment soon? Yo. You absolute beauty, mate. I'm so bloody happy I could kiss you. Thanks heaps for helping me out. Here's a little something for your troubles. Mind the gap and all that. Oh, Gottchen. 200 EP. Das ist ja süß. There's nothing like the sound of nature during a lazy afternoon. Überleg mal, für was wir jetzt unser Leben riskiert haben. So, jetzt stellt sich für uns weiterhin die Frage, ja, wie wir unsere anderen Dokumente kriegen. In Camden. Das sind jetzt noch drei Orte. Westminster. Waren wir hier überhaupt? Hier waren wir doch noch, Hani, oder? Ich sehe, wie gesagt, das macht mir, das verwirrt mir immer krass. Hickney, Islington. Da muss man doch dahin, aber wer ist denn... Wenn wir jetzt nach Hackney reisen. Also ich meine, er will uns natürlich wieder rausschicken. Weil wir ja die anderen Anführer aufsuchen sollen. So, das ist ja klar. Deswegen möchte er, dass wir wieder rausgehen. Hey. Miller's man. Ich hab euren... If you think about it, any of us could have been Miller. He just got lucky. Ja, ist so. Ich hab euer Anführer ist übrigens tot, irgendwie. Aber das scheint euch jetzt erstmal nicht weiter zu stören. Okay. Hey. Ach, was habt ihr denn da alle für ein Problem? Mal eine extra Runde laufen. Ach, warum eigentlich das? Wenn man den Kopf voll bearbeiten kann. Man steppt ja gleich. Könnt ihr nicht einfach weggehen, Alter? Was ist das? Ui. Ja. Oh, ja, das war Trevor. Ihr nervt extrem. Das hilft jetzt. Lass den Scheiß, Mann. Not like this. Oh, kommt ihr denn her? Ja. Eine reife Dryade. Was sagt denn jetzt die Karte so? Irgendwas muss uns ja hier vorne. Mal gucken. Steck mal die Waffe weg. Was ist das hier eigentlich alles? Shoreditch Office. Irgendwen sollten wir ohne aktiv unterstützen, aber dann habe ich mir auf eigene Faust hier einfach nur bewegen wollen. Und dann irgendwie schon eine Sache vorweggenommen. Kann ja mal passieren. Clem Clubhouse.
Dreck muss da bestimmt irgendwo durch. Oh, hier ist noch ein Pub. Da müssen wir auch noch hin. So, und hier waren wir doch auch schon mal. Hier haben wir doch... in dieser Autowerkstatt sind wir rumgerannt. Und da gehen wir jetzt wieder rein anscheinend. Mal kurz was kicken. Apologies. Guess we both need to pay more attention. Watch where you're going. Da oben. Ich könnte hier mal ein bisschen mehr aufholen. Moin. Every day we take a little piece back of what we lost. Hello? What? What are you saying? Ah, shit, hier brauchen wir Charisma. Aber brauchst du immer 10? Palace of what? I'm not signing nothing. Until... My brain is completely fried. Your clothes don't say something. You might as well not exist. Hello? Willst du mich verarschen? I told you, I'm not signing it. Scheiße, Mann. Hätte man jetzt einfach einen Charisma-Wert gehabt. Also der dröhnt sich hier massiv zu, aber was soll ich jetzt machen? Steh auf. Sun's in your eyes. Even you look proper dressed. Hello? I told you, I'm... Na, das war ja geil. Ich habe gedacht, man kriegt ja wenigstens einen Auftrag. Maybe I should go find an Uncle Ned. Können wir einer von euch was dazu sagen? Come see what I've got. Achso, du bist ein Händler. See ya. Was mit Ihnen? You might want to think about making a U-turn out of here. Looking for good deals. Nein. See ya. Auch einen, der hier mir ein bisschen was zu dem Typen sagen kann. I must hope Miller attacks again. I want to off him and little boys for everything they've done. Der Doktor ist so gut. Need help? Nicht für mich selbst. Goodbye. Ist das eine Kacke hier? Okay, Leute. Ich versuche rauszufinden, was wir machen können. Und wenn nicht, müssen wir nach Islington uns erstmal mit anderen Leuten beschäftigen. Ich bedanke mich, dass ihr mit mir die Radarstation gereinigt habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Fallout London wieder. Habt einen schönen Abend. Haut rein.